Manchmal kann man Rätsel deshalb nicht lösen, weil sie so kompliziert erscheinen. Auch das jahrtausendealte Rätsel, um das es hier geht, erscheint vielleicht auf den ersten Blick etwas kompliziert. Und zwar aus dem Grund, weil da jemand zu einem Dorf redet, als ob dieses ein Mensch sei. Denn Gott sprach folgende Prophezeiung durch den jüdischen Propheten Micha über ein Dorf namens Bethlehem im alten Israel. Und du, Bethlehem Ephrata, du bist zwar gering unter den Hauptorten von Juda, aber aus dir soll mir hervorkommen, der Herrscher über Israel werden soll, dessen Hervorgehen von Anfang, von den Tagen der Ewigkeit her gewesen ist. Micha 5,1. Es geht also darum, dass aus dieser kleinen Ortschaft etwas südlich von Jerusalem, in der Gegend von Juda, der größte Herrscher Israels hervorkommen soll. Das Rätsel besteht aber darin, dass jener Herrscher seinen Ursprung in der Ewigkeit hat. Das ist eine sehr erstaunliche Aussage. Wir wissen ja, dass nicht nur jeder Mensch, sondern auch jedes Dorf einen Anfang in unserer Zeitrechnung hat. Nur Gott allein existiert seit Ewigkeit. Aber ist es vorstellbar, dass Gott aus Bethlehem kommen könnte? Die Juden glaubten nur an einen einzigen himmlischen Gott, der keinesfalls Mensch werden könnte. Dieser Vers aus dem nach dem Propheten Micha benannten Buch muss für sie ein Rätsel dargestellt haben. Man wundert sich, wieso sie ihn nicht einfach strichen. Das hätten sie allerdings aus Respekt vor den alten Schriften niemals tun können. Niemals hätten sie darin auch nur einen Buchstaben davon geändert. Heute wissen wir, dass Jesus Christus etwa 700 Jahre nach Micha in Bethlehem geboren wurde. Wer seine Geburtsgeschichte kennt, weiß, dass der damalige König Herodes das neugeborene Baby töten wollte, weil er um seinen Thron fürchtete. Denn er vernahm durch die angereisten Weisen aus dem Morgenland, dass der König der Juden geboren sei. Sie hatten nämlich seinen Stern gesehen und wollten das Kind anbeten. Da aber Herodes den Geburtsort nicht wusste, rief er die jüdischen Gelehrten und fragte sie. Diese zitierten den Vers aus dem Buch Micha und nannten den Ort zu Recht Bethlehem. Und tatsächlich war Jesus in Bethlehem geboren worden. Dieser Vers muss nun effektiv eine Prophezeiung auf den Messias hin sein. Das erkannten die alten Juden ganz richtig. Nur so lässt sich das Rätsel Michas lösen. Gott ist der Einzige, der seit Ewigkeit existiert, und seine Geburt als Mensch in Bethlehem ist die einzig mögliche Erfüllung beider Teile dieser Prophezeiung. Diese erstaunliche Prophezeiung ist nur eine von vielen hunderten ähnlichen Voraussagen, welche sich wortwörtlich erfüllt haben und so viele Details über das Leben von Jesus beschrieben, bevor er überhaupt geboren wurde. Man könnte fast meinen, dass diese nachträglich hineingeschrieben worden sein müssen. Doch das Alte Testament war ja schon vor der Geburt Jesu vollständig vorhanden und in verschiedene Sprachen übersetzt worden.